Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum neuen Video und zurück auf meinem Kanal. Was lang wird, wird endlich gut. Endlich habe ich es bekommen, das Yatagan Kors. Die letzte Variante von korsischen klassischen Taschenmessern in der eigentlichen Form, was ich mir noch gewünscht habe in meiner Sammlung. Ja, ihr seht selber, ein recht schön klassisch gehaltenes, traditionelles Gerät, ein Slip-Joint-Folder und absolut 42A-konform. Griffschalen aus wunderschönem Wacholderholz, riecht gut pfeffrig, mag ich sehr. Der Mohrenkopf, richtig schön dreizahl, auch eingelassen in den Wacholdergriff als Markenzeichen. In welche Region Frankreichs das Messer gehört. Die Griffschalen werden an jeder Seite von 6 Edelstahlnieten gehalten, schön verschliffen. 5 im Holz, Nummer 6 oben in der Edelstahlbacke, macht das Messer sehr stabil. Ganze Sache wird als Slipjoint von einer sehr typisch französisch strammen Feder gehalten mit Halbstopp. Ja. Alles auch die Feder, alles gut verschliffen, da ist nichts drüber, da ist nichts scharfkantig. Obwohl Ensemble sagt, dass man sich nicht mit höherwertigen Messern messen möchte, sondern nur reines Werkzeug zum Benutzen darlegen möchte. Ja, die Klinge, 9,5 cm Klingenlänge, ordentlich. Der Stahl, ein 12C27 von Sandvik. Der Haus- und Hofstahl, wenn es um aktuelle rostträge Stähle für Messer geht in Frankreich. Sehr schön. Kräftiger Nagelhau, Klingenrücken, sehr scharf angeschliffen, kann man wunderbar an Firesteel reißen, also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Verarbeitung ist ähnlich wie bei einem Ottermesser. Das kommt schon hin aus Solingen. Ensemble spielt ja in der Größe in derselben Liga wie die Otterwerke in Solingen. Ja. Sehr dünn ausgeschliffen, also kann man nicht meckern. Benutzt wird das Yatagan Kors oder Montag Nulu, wie das heißt, für viele Aufgaben auf Korsika. Es ist so ein Zwischending zwischen den feineren Vendetta im städtischen Bereich und dem alpinen Amicu, was man ganz oben auf den Bergen verwendet. Da ist das hier praktisch so die Zwischenform. Es wird genommen zur Jagd, Feldarbeit, Küchenarbeit, Essenszubereitung, medizinisches Instrument für die Tiere, die man züchtet, für einen Notfall oder auch gegebenenfalls kann ich mir das auch als Verteidigungsgerät vorstellen. Ich meine, die Korsen sind ja nicht gerade kleinlich darin. Die nutzen dabei ja alles, was sie kriegen können. Ja. Von der Form her liegt das exzellent in der Hand. Da rutscht nichts, da ist richtig handschmeichlerisch, da stört auch nichts. Nach oben wird der Griff ja ein bisschen breiter, ein bisschen pummeliger. Von daher wunderbar. Hier vorne am Klingenschutz kann man gut in den Vorgriff gehen. Funktioniert auch tadellos, kann man gut arbeiten. Sehr schön. Von der Größe her ist das, ich sag mal, mit einem 9er Opinel zu vergleichen. Ungefähr. Gut, vom Griff ist Opinel minimal größer, dafür ist die Klinge dann ein wenig länger beim Yatagan Kors. Kann ich euch zeigen. Ja, da seht ihr es. Opinel hat ein bisschen mehr Griff, aber dafür hat er die etwas kleinere Klinge. Insgesamt vom Gesamtlängenvergleich tun die sich da praktisch dann beide nicht viel. Sind beide gleich tauglich in diesem Sinne. Ja. Es war zwischenzeitlich auch wieder mal vergriffen. Unter anderem auch bei Brandners Homestyle im Internet vergriffen. Auf Amazon kriegt man das Messer ja nie.
wie so viele andere bei Sachen bei Amazon stark nachgelassen haben, wie ich finde. Aber gut, meine Meinung. Ein schönes Stück, kann ich ja noch sagen. Mag ich sehr. Mag ja korsische Messer. Damit hat ja alles angefangen, mit dem Duk-Duk. Danach kamen die Korsen. Ja. Schönes Stück Tradition. Wunderbar. Kostenfaktor um die 45 Euro für das gute Stück. Und das ist, denke ich mal, nicht zu wenig und nicht zu viel für das Gerät. Ist absolut wert. Kann ich ja noch sagen. Jo. So viel dazu. Zum Yatagan Course oder Montag Niulu, wie man es nennt. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschö.